Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, wenn ich mich nicht irre, ist schon wieder eine Weile her, diesen Paladin Dante oder Dante, keine Ahnung, geholfen. Wir haben die Mission jedenfalls erledigt und der hat uns angeboten, Mitglied der Bruderschaft zu werden. Allerdings haben wir bis jetzt noch nicht geantwortet und hier hat sich einiges geändert. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe in irgendeiner Aufnahme, aber das hole ich jetzt mal ganz schnell nach. Ich habe hier und da mal ein paar Geschütze aufgestellt. Hier habe ich schon mal ein bisschen was gebaut, so Zeug aus Stahl. Ich wollte natürlich offscreen hier hin und wieder mal machen. Und ja. Sieht doch nicht schlecht aus bis jetzt. Falls jetzt hier mal jemand kommt, wollte ich hier noch ein paar Geschütze aufbauen, damit wir alle wegballern können. Bis jetzt hat noch niemand offscreen angegriffen. Hat einmal geregnet offscreen, aber sonst noch nichts passiert. So, und ich habe das jetzt auch hingekriegt mit den verdammten Sachen, ja. Ich wollte nämlich offscreen ein paar Sachen verkaufen. Und ja, Problem war, ich habe noch keinen Händler zur Verfügung. Ich bin zu dieser Einsiedlung zurückgegangen, wo wir ja diesen Siedlern helfen sollten. Und da war ja auch so ein Händler, der ein paar Rüstungen verkauft hat. Der war allerdings nicht mehr da. Und da habe ich zum Glück diese ganzen Sachen gefunden, die ich da angepflanzt habe. Gut, oder? Und ja, das hat schon mal geholfen. Anscheinend musste ich doppelt so viele Sachen anpflanzen, wie ich Nahrung brauchte. Weil es gibt nur irgendwie so ein halbes. Das heißt, ich musste 10 Sachen, glaube ich, anpflanzen. Und ja, außerdem habe ich aber noch was entdeckt, was ich verpasst habe. Und zwar habe ich hier ein Magazin gefunden. Grognak der Barbar. Also. Du hast eine Ausgabe von Grognak der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Oh, cool. Na also, das im eigenen Haus, ne? Und ich verpasse dann auch noch. So, ich will mal die Story ein bisschen vorantreiben, aber ich will natürlich auch hier erstmal alles fertig haben. Deswegen sprechen wir jetzt mit dem, weil wir haben jetzt genug Nahrung. Hey, Sturges. Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, langsam fühlt sich das mit dir. Ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Ich habe schon Geschütze Wir aufgestellt. müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Okay. Was für eine Verteidigung? An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Ich habe schon Mauern, erledigt. Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Ja, kann ich auch mal zeigen. Ich habe so in der Nähe des Eingangs so ein paar Sachen hingestellt. Habe schon irgendwie gedacht, dass da irgendwann auftaucht. Das sind so automatische Geschütze anscheinend. Habe die natürlich noch nicht in Aktion gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob die funktionieren, aber ich hoffe doch. So, Mission erledigt. Da kommen wir direkt zu dem zurück. Sehr gut, oder? Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht die ganze Zeit noch machen. Ich möchte jetzt mal die Story ein bisschen vorantreiben. Hey, Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Ein Zuhause für dich, nicht mein Zuhause. Helf gern. Was jetzt? Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände Ich wollte auch. gerade sagen, Ich mach mich wohl besser wieder an die die Türen Arbeit. sind immer offen. Bis dann. Du hast eine Trophäe erhalten und ich habe Sanctuary abgeschaut. Ich krieg ihn ab, oder? Nein! Okay. Fehlt immer noch ein Teil. Ich weiß nicht, wie ich das hinzufüge. So, Dogmeat, wartest du jetzt hier? Gut. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Dann sind wir ja erstmal fertig. Gut. Dann gehen wir mal nach Diamond City, würde ich sagen. Weil das ist mir noch ein bisschen zu schwer mit den Raidern. Brauche ein bisschen mehr bessere Sachen. Ich habe mein Inventar mal ein bisschen geleert. Hab jetzt den ganzen Schrott, den ich hatte, automatisch speichern. Hier in dieses Lager hier eindeponiert und hoffe. Ja, Schrott, das brauche ich eigentlich nicht, ne? Aber ich habe auch Waffen und so was alles da eingelagert und ich hoffe, die ganzen Leute gehen jetzt nicht da ran und tun das alles plündern, wenn sie Bock drauf haben. So, deswegen gehen wir jetzt nach Diamond City. Natürlich zu Fuß.
Und das ist wo? Da unten. Gut, dann gehen wir auf den Weg nach Diamond City. Wir könnten dann ein paar Abkürzungen nehmen. Concord haben wir, glaube ich, noch nicht ganz erkundet. Hier war ja irgendwo in der Nähe noch so eine kleine Stadt. Wo wir noch nicht alles erkundet haben, können wir auch mal irgendwann hingehen. Aber bis jetzt gehen wir erstmal irgendwo hin, wo wir schon abgeschlossen haben. Im Polizeirevier Cambridge können wir ja gehen. Weil so weit wollen wir ja auch nicht laufen. Und Diamond City ist ja nicht so weit entfernt anscheinend. Raketenbetriebener Vorschlagkammer, was? Cool. Okay, ich hoffe, Dogmeat folgt mir nicht schon wieder, weil das ist ein bisschen nervig, dass ich den nicht dazu bringen kann, zu Hause zu bleiben. Das ist schon mal richtig dämlich. Er ist ja einfach so mitten aus dem Nichts aufgetaucht im letzten Part. So ein Dreck. Guck nicht, wie viele Erfahrungspunkte ich noch brauche, ey. Ich glaube, ich gucke mir immer so vor der Aufnahme an, was für Skills ich mir als nächstes hole. Boah, ernsthaft, warum? Ich will ihn nicht mitnehmen die ganze Zeit. Hier drüben. Hey. Kann ich echt sagen, du... Warte da. Wie geht's dir, Kumpel? Ist vielleicht das Beste, wenn wir uns eine Weile trennen, Junge. Ja, gut. Ich weiß, alle fahren voll auf diesen Hund ab, aber... Ich möchte ihn nicht die ganze Zeit bei mir haben. Ich werde den mal hin und wieder mitnehmen, aber... Die ganze Zeit mitschleppen will ich den jetzt auch nicht. So, nächste Frage. Wo müssen wir hin? Wir müssen in die Richtung. Und hier sind eine Menge Sachen auf dem Weg. Also ich werde so oft hier offscreen hier, offroad, irgendwo vorbeilaufen. Das kann man da rein. Da sehe ich schon wieder irgendwas für Karte, also hier auf dem Radar, sag ich mal. Ich soll vielleicht mal eine Waffe rausholen. Ich habe mal, was wir von dem Paladin bekommen haben, hier ausgerüstet. Und ich habe gemerkt, die Waffe ist genau... Okay, ich wollte nur mal gucken, wie man nochmal steuert. Die Waffe ist genauso stark wie ein normales Lasergewehr, komischerweise. College Steiner. Hätte ich mit 2 N geschrieben? Cambridge Steiner. Scheint nach Cambridge Steiner? Es müsste halt nur noch irgendwie so ein Safe oder sowas sein, was ich öffnen kann und dann kriege ich ein Level up. Bams. Dann hole ich mir, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich wollte Schlösser knacken wollen, aber ich glaube, das hatte ich schon. Ja, Jukebox kann ich nicht anmachen, wegen Copyright. So, keine Gegner hier, gut. Dann ist ja mehr zum Plündern für mich. Sehr schön. War Licht an. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur Müll mit, welchen ich auch verkaufen kann. Also, das war nur so ein kleines Ding hier, sehe ich gerade. Da muss ich da irgendwas geben. Hockey-Skill zum Beispiel. Will ich mal verkaufen. Sammler, okay. Ich nehme an, irgendwie so, weiß ich nicht, 1000 Sachen oder irgendwie sowas gesammelt. Oh, hallo. Wie duckt man sich nochmal? Also, so, hier, perfekt. Kann ich das hier öffnen, dann kriege ich hoffentlich ein Level ab. Oh, jetzt aber. Leck mich. Das ist noch exakt gleich wie das Fallout. Ja. Ja, wieder Müll mit, den ich einlagern kann. Ich habe Level 9 erreicht. Sehr gut. So, gucken wir mal den Status. Ich muss mal gucken. 171 von 176. Okay, ich glaube, ich habe sogar etwas mehr bekommen. So, ich wollte mir hier Schlösser knacken wollen, aber ich hatte halt anscheinend schon. Ich dachte, ich hatte erst nur eins. So, das macht es jetzt natürlich wieder schwer. Ich glaube, ich nehme dann das hier. Du hältst plus 20 Schadenresistenzen. Weil ich muss mein Überleben sichern. Aber Härte, Stufe 2. Wo ist mein Dingens? 41. Ja, ich hatte irgendwie so 32 oder so. Am Anfang.
Also vor dem Level-Up, wenn ich mich nicht irre. Employees only, ich bin überall Mitarbeiter. Okay. Was? Im Meileimer? Provisorisch Batterie. Okay. Spüllappen, Küchenwaage. Ja, ich sollte mein ganzes Essen irgendwie mal. Ich bin normalerweise nicht so eine Person, die viel Essen isst, aber hier in dem Spiel ist halt wieder was anderes. Ich muss mir langsam, glaube ich, abgewöhnen, hier so viele Sachen aus Fallout 3 irgendwie so zu beziehen, weil hier werden voll viele Sachen über Bord geworfen. Extra stark, okay. Beziehen kann es dann immer mal mit. Ich denke schon wieder so viel Müll mit. Aber so kann man ja auch nur als einziges Schrott, glaube ich, bekommen. Weil ich weiß nicht, wie das so funktioniert mit dem Schrott, wird dann der Schrott, den man auch gelagert hat, zum Bauen angewendet? In Sanctuary oder wird das... ups, was war? Boston Butchel. Da wird er dann einfach nur von den Sachen bekommen, die ich hier einlager. Zerlege, meine ich. Weil das verwirrt mich so ein ganz kleines bisschen. Und da ist ein Stimpack drin, ja, im Spiegel. Leuchtender Pilz, ja, warum denn nicht? Oh, mehr ist hier, glaube ich, nicht immer so eine Zeitung wieder mit. Und dann gehen wir wieder raus. Ja, ich gehe lieber da raus, wo ich reingekommen bin. Weil da stehe ich da vor 10 Supermutanten. Obwohl, ich habe eine Rüstung, die 15% Supermutantenschaden hier reduziert. Das wird ja wohl bringen, ne? Und ich habe jetzt Schadensresistenz erhöht. Oh, es hat angefangen zu regnen. Da sind wir noch nicht abgeschlossen. Was zum... So, weiter im Text. Bis ich irgendwie, da ist irgendwas. Ich irgendwie den nächsten Gegner finde. Bum, 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 bum. Ignorieren wir, was auch immer da hinten ist. Da ist wahrscheinlich ein Ghoul und wir wissen ja mittlerweile, Ghoule sind nicht alleine in diesem Spiel. Da kommen immer direkt 10 weitere. Hier kann ich nicht rein. So ein anständiges Sniper-Gewehr, ich habe das Gefühl. Einfach nur, damit ich hier besseren Überblick habe. So, hier mal ein Rathaus, nehme ich an. Zitrotunde. Kann man da auch rein? Hey, da ist so ein Sicherheitsding. Ja, Polotski, irgendwie sowas. Genau. Er hat gesagt, du sollst das ja zumachen. Kaugummi. Oh, Tech Lunch sind so viel. Die sind bestimmt irgendwie wichtig. Soll ich da ins Rathaus gehen? Ja, ne. Aber was ist denn hier noch auf der Karte? Ist das das Rathaus? Nee, habe ich das nicht erkundet. Bestimmt der Hintereingang. Zitruinen. Hallo. Dann gehen wir mal so da rein. Ich bin sowieso irgendwie sicherer, wenn ich oben irgendwo bin, habe ich das Gefühl. Man kann jetzt irgendwie so da rein oder da so reingehen oder wie? Komm ich nicht hoch. Oder? So war nix.
Na, gucken wir mal von der anderen Seite. Wenn nicht, dann gehe ich da rein. Kann ich nicht ein Fenster einschlagen oder so? Da ist bestimmt der Eingang, der offizielle. Ganze auch hoch. Machen wir da. Ding. So ruhig ohne Radio. Ah, dann eben nicht. Nicht so da rein. Oh, erste Hilfe. Zwei Simpacks, wie viel habe ich überhaupt? 20, das ist ganz schön viel. Fällt mir noch gar nicht, dass der Controller auch so grün wird. Ich habe ja erst seit kurzem eine PS4. Seit einer Woche ungefähr. Ne, zwei Wochen, glaube ich. Ich kann nicht jetzt. Kotrotunde, Zitrotunde. Ganz schön riesig, das Teil. Wird bestimmt ein bisschen dauern. Bis wir da alles gefunden haben. Was das? Bewegung entdeckt. Seltsame Einkleidung. Wer sein? Da bist du. Supermutanten. Warum sind die eigentlich immer in diesen ganzen... Kämpfen diese... Diese Cyborg-Viecher gegen die. Oh Gott, sind da viele Gegner. Ob hier reinzugehen, ist eine ganz doofe Idee. Dann kann ich wieder raus. Dafür gehen wir gleich wieder raus. So viele Gegner, wie ich da gesehen habe, ne? Oh geil. Okay, habe ich bis jetzt irgendeinen Automaten gefunden, wo irgendwo was drin war? So, soll ich da mitmischen oder? Ich glaube ja eher nicht, ne? Mach mich fertig. Oh, eine Kronkorkenbiene. Davon habe ich auch schon eine. Ich weiß nur nicht, ob ich die hab. Die waren auf jeden Fall richtig überpowered im dritten Teil. Ich freue mich, dass die wieder dabei sind. Okay, wie weit ich die Schüsse höre, ne? Na, ihr könnt euch nicht selber gegenseitig fertig machen, oder? Das ist so viel verlangt, glaube ich. Macht eher da mal weiter. Jemand da? Legendärer, irgendwas stand da. Heute kein Kampf. Hallo? Oh. Das wäre ein graziöser Tod. Oh, er ist ja echt zum Verstecken, kann das sein? Ich glaube, die Gegner sind aber ganz schön weniger geworden jetzt. Kann nicht sein. Ich möchte mal wenigstens hier gucken. Hm, oh. Eine Kochmütze, geil. Ich warte da schon irgendwie auf die ersten Minen. Ich bin jetzt noch keine Mine begegnet. Und hier ist anscheinend ein besserer Ort wieder. Als hier. Obwohl Technology, das hört sich an, als würden da diese Cyborgs rumlaufen. Diese Synths. Jo, hey, und man hat ja gesehen, was ich für eine Chance gegen die hatte. Oh, wir sind wieder draußen. Ist vielleicht auch besser.
Weil da drin sah jetzt nicht so sicher aus. Wer vertagt? Irgendwann gehe ich sowieso jeden Ort nochmal ab. Wahrscheinlich komme ich hier irgendwo anders rein jetzt. Militärfrequenz verloren. Das sieht doch interessant aus da hinten. Okay, hier ist aber nichts mehr. Also ich will hier runter. Da. Nicht mal hier ist irgendwie was. Oder ist eine Tür? Nee, da kann man nicht rein. Okay, dann weiter. Sahen wir sowieso nicht so sicher aus. Habe ich natürlich nicht abgeschlossen, ne? Nee. Nur automatisch speichern, gut. Dann machen wir uns auf. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen da lang. Wir dürfen nicht von allen hier gesidetrackt werden. Doch, wollen wir. Das Spiel ist ein einziger Sidetrack. Also, warum nicht? Sind zwar noch eine Menge Sachen, die wir noch nicht erkundet haben, die werden wir auch alle irgendwann erkunden. Meine Neugier nach zu urteilen, werde ich sowieso alles erkunden. Also wird noch einiges gefüllt werden ja in dem Let's Play. Ja, das sieht so aus, als könnte da vielleicht jemand leben. Nur ob die gut oder böse sind. Wack der USS Riptide. Gut oder böse? Komme ich da hin? Ich will jetzt hier nicht so kamikaze-mäßig runterspringen. Doch will ich. Da sind Gegner, super. Ganze Aufregung wegen nichts. Wo ist mein Snipergewehr? Wo ich jetzt ein geiles Visier dran hab. Nicht irgendwie. Ja, so kann man die Luft anhalten, weil da stand irgendwie so was. Bei den Skills. Oben. Alter, fast nichts abgezogen. Oh, hi. Was bist du denn? Nein. Wie lange müssen wir denn noch durchhalten? Raider Psycho, das ist aber geil. Boah, ich hab schon wieder ein anderes Spiel im Kopf hier. Beim Match. Die Waffe hier muss ich nicht die ganze Zeit so aufpumpen, sag ich mal. Ja, Molotov Kotke, Billard Crew. Oh, eine gute Rüstung, habe ich glaube ich so Gefühl. Oh nein, ein Hund. Ihr habt jetzt Hunde, ehrlich? Alter! Alter! Ich auch! Guck ich mal, was der hat. Oh, ich habe keine Munition. Ja, versuch mal, das Ding. Ich glaube, das zieht ein bisschen mehr ab. Oh Gott. Alter! Was ist eben das hier? Oh, verdammt, ich habe jetzt irgendwas mitgenommen. Da sind da auch noch welche. Bitte? Ey, nicht so eine Sprache hier. Einen einmal der anhat.
Bastard. Weiß ich, kann VATS benutzen. Ich könnte es. Aber muss auch nicht. Obwohl, komm mal her. Also treffe ich ihn in dem Leben. Hat voll gemacht. Und er hält sich hoch. Warum? Was ist das? Geht mir so auf die Nerven, die Kämpfe. Ich habe keine Chance gegen so normale Gegner. Guckt sich das einer an. Okay, dann gehen wir da eben vorbei. Weißt du, die können sich hochheilen. Da sind immer 3-4 Gegner auf einmal. Da hat er so eine dicke Rüstung. Was ist denn das? Er hat schon Schadenresistenz. Vor allem, ich habe noch ganz viel AP gehabt, ey. Oh, schön im Weiß. Habt ihr mal gesehen, wie viel AP ich hatte? Der hat natürlich wieder mit einem Schlag weggehauen. Mann. Dreck. Jetzt kriegen wir noch Strahlung. Wunderbar. Gut, dann gehen wir da vorbei. Kein Problem. Muss nicht gegen euch kämpfen. Mann. Dann gehen wir einfach die Brücke entlang. Und die USS, weiß ich nicht, wird dann ignoriert. Oder so ein Typ mit einer dicken Rüstung rumläuft. Der hat irgendwie einen Käfig auf dem Kopf oder so. Riptide, ja. Tschüss. Gibt's doch nicht. Ich mal zur irgendeiner Stadt hingehen. Weil was mich nervt, ist immer die Kämpfe, die dauern so lange und ich freck dann am Ende so oder so. Nervt irgendwie. Ich höre jetzt schon wieder Schüsse. Boah. 1, 2, 3. Ja, pff. Ich glaube, ich nehme mir einen kleinen Umweg. Je nachdem, ob da schon wieder für Gegner kommen. Hallo? Da ist ein kleines Häuschen. Ich glaub, da können wir den Park beenden. Falls ich da rein kann? Nö, kann ich nicht. Boah. Kann ich auch nicht rein. Ist ja eigentlich direkt vor Diamond City sein. Was bist du denn? Lagool, wie viele? Da ist schon wieder einer. Also bevor wieder 3-4 auf einmal kommen, ne? Ich dachte, ich konnte das werden. Ich würde irgendwo gerne in Sicherheit meinen Part beenden. Da ist Licht, da ist bestimmt irgendjemand am Leben. Wenn nicht, dann lebe ich da eben jetzt. Hallo? Ja, sieht sicher aus. Ja, her damit, her damit. Her damit, her damit. Wo waren die ganzen Sachen, als ich meine Farm gebaut habe? Gibt da irgendjemanden? Ist irgendwo noch ein Bett, dann kann ich hier pennen gehen. Vielleicht, bis es Tag wird. Ach, mein Haarklammern. Echt ein Shop irgendwo. Ich verkaufe kann. Ich will nur von meinen geplünderten Sachen leben. Aber komm schon. Cool. Cool. Okay, Laborstation. Nein, nicht. Ein leuchtender Pilz.
Heuldüngermittel. Warum kann ich den stehlen? Ich kann ja Karotten und so weiter alles abbauen, aber Düngermittel? Weil ich den anfasse, kriege ich einen. Was? Ich kann. Okay, cool. Habe ich, glaube ich, gar nicht so eine Station, ne? Injektorgewehr. Habe ich das schon? Mit so einem Injektor kann ich eine Laborstation erstellen, okay. Oh, hi! Diamond Jeans, ne? Daydripper kenne ich nicht, nehme meinen warm mit. Kocher, kann ich irgendwas herstellen, okay. Okay, würde ich sagen, hier drin sind wir halbwegs sicher erstmal. Beziehungsweise hier drin. Da kann ich mal ein Party wenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo wir hoffentlich dann Diamond City mal erreichen. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.